Martin Reichelt ist darauf spezialisiert, Mähdrescherfahrer vor der Ernte theoretisch und auf dem Feld darauf zu trainieren, das Optimum aus der Maschine herauszuholen. Ich gehe mit den Fahrern die Maschine komplett durch. Wir bauen die auseinander, wir schauen in die Dreschkörbe rein, wir gucken nach der Ausstattung und ich erkläre den Fahrern jedes Detail, wie die Maschine in sich funktioniert. Den Mähdresch-Experten sind fast alle auf dem Markt vorhandenen Maschinentypen bekannt. Aber wie kommt man darauf, sich in einem Weltrekord zu probieren? Zumal ein solches Unterfangen auf Guinness-Buch-Niveau sehr aufwendig ist. Ich betreue die Fahrer auf dem Feld und habe dann den Ansatz gehabt, jetzt den Fahrern auch mal zu beweisen, dass das im laufenden Erntebetrieb geht, einen Weltrekord aufzustellen, ohne große Vorbereitung. Verfüge Martin Reichelt über hellseherische Fähigkeiten, hätte er sich sicherlich nicht dieses Jahr mit diesem Chaoswetter ausgesucht. Besonders im Norden und im Nordosten der Republik hat das Wetter übel mitgespielt. Nicht gerade ideale Voraussetzungen für einen Weltrekord im Mähdrusch. Wir wollten den Druschtermin eigentlich um den 10. 11. August legen. In der Woche hat es dann mehrfach Niederschläge bis zu 40 Milliliter gegeben. Nach zwei gescheiterten Anläufen konnte nun am 24. August der Versuch starten. Also wir haben mit 18,9% Feuchte begonnen. Wir haben halbstündlich Feuchtemessungen vorgenommen. In den Feuchtemessungen sind wir dann bis 21.30 Uhr auf 15% runtergekommen. Das heißt, erst zum Ende des Rekordes war die Feuchte für den Landwirt in Ordnung. Wegen einer Gewitterwarnung für den Abend musste Reichels Team trotz dieser Feuchtgehalte mittags die Aktion starten. Bei einem offiziellen Weltrekord im Mähdrusch gibt es mehrere Vorgaben, die einzuhalten sind. So wird beispielsweise die mit einem Drescher in 8 Stunden geerntete Weizenmenge bei einer bestimmten Feuchtigkeit bewertet. Keine Rolle spielt es dabei, wie viele Personen dem Drescherfahrer zuarbeiten. Trotz widrigster Bedingungen ist Reichelt mit dem Ergebnis zufrieden. Mit Einschränkungen, wie er erklärt. Also wir haben laut Ausdruck von Klaas haben wir 571 Tonnen gedroschen. Der bestehende Weltrekord im Guinness-Buch der Rekorde war bei 551,6 Tonnen. Demnach haben wir 20 Tonnen mehr gedroschen und hatten den Weltrekord eigentlich in der Tasche. Eigentlich, denn irrtümlich sind 20 Tonnen nicht erfasst und somit nicht dokumentiert worden. Der Schlüssel zu dieser Leistung liegt im guten Team und zuverlässigen Maschinen. Von der Idee bis zur Umsetzung führt jedoch ein langer Weg. Am Anfang stand die Auswahl des Fahrers. Hier hat sich Reichelt für einen ihm bereits aus der Vorjahrschulung bekannten Mann entschieden. Dieser wusste das neue Mähdresch-System ausgezeichnet umzusetzen. Meine Trainingsmethode hat bei ihm sehr gut angeschlagen. Er hat es sehr gut umgesetzt, hat letztes Jahr in der Gerste schon sehr gute Leistungen gefahren, sofort in den ersten Tagen nach der Schulung. Nun musste noch ein geeigneter landwirtschaftlicher Betrieb mit einer ausreichend großen Fläche gefunden werden, in dem man den Rekord während der laufenden Ernte aufstellen konnte. Denn das ist das Einzigartige an Reichels System. Nach seiner Schulung kann jeder Höchstleistungen erbringen. Für optimale Druschergebnisse ist ebenfalls die zu erntende Sorte wichtig. Schließlich beeinflussen der Ertrag, die Druschfähigkeit und die Halmstabilität ganz wesentlich die Druschleistung. Ich kannte die Sorte Credo bis dahin noch nicht. Und der Landwirt hat mir aber berichtet, dass sie sich sehr gut dreschen lässt. Also haben wir uns dann entschlossen, diesen Acker mit den 90 Hektar zu nehmen, wo die Sorte Credo drauf stand. Die Bonitierung des Schlags im Laufe der Vegetationsphase hat eine beachtliche Ernteerwartung ergeben. 100 bis 105 Doppelzentner pro Hektar. Der Schlagregen jedoch machte den Guinness-Rekord-Anwärtern den Strich durch die Rechnung. Körnerauswahl, abgebrochene Ähren und eingeknicktes Material erwarteten dann das Ernteteam. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass dieser Rekordversuch jede Menge Gegenwind hatte. Umso mehr zählt die erbrachte Leistung. Wären die Umstände günstiger gewesen, hätte noch mehr Tonnage geerntet werden können. Das Ziel zu zeigen, dass mit dem Druschsystem jeder in seinem eigenen Betrieb Rekorde aufstellen kann, wurde jedoch erreicht. Und damit natürlich Geld verdienen, weil der Ansatz ist, wir sparen Diesel. Wir haben zum Beispiel bei dem Ausdruck vom Weltrekord nur 12 Liter Diesel pro Hektar verbraucht. Das ist ein sehr geringer Wert. Die Dieselwerte liegen normalerweise zwischen 18 und 25 Liter. Im Klartext bedeutet das, nach dieser Schulung kann man 8 Liter pro Hektar sparen. Auf 1000 Hektar hochgerechnet
macht das 8.000 bis 10.000 Euro Ersparnis. Hinzu kommt der geringere Maschinenverschleiß. Die Maschine läuft weniger Stunden pro Jahr. Die Maschine hält länger den Wert. Die Maschine nutzt weniger ab. Und so weiter. Für das Jahr 2012 zeigt sich der Mähdroschtrainer selbstbewusst. Er wird nochmal versuchen, den neuen Guinness-Rekord aufzustellen. Ich bin mir sicher, wenn wir ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter haben und weniger Gründurchwuchs in den Flächen allgemein, dass wir dann den Rekord über 600 Tonnen setzen können und der wird dann lange auch bestehen, da bin ich mir sicher.